Herzlich willkommen zur Familienkirche to go, unserem Gottesdienst zum Suchen und Finden. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht und unsere Startbox schon gefunden habt. Das Familienkirchenteam hat eine kleine Schatzsuche für euch vorbereitet. Wir haben hier in der Umgebung 5 Kisten verteilt und in diesen 5 Kisten findet ihr jeweils eine Gottesdienststation, also ein Teil, das zur Familienkirche gehört. Ihr könnt mit der Schatzsuche beginnen, wenn ihr euch aus unserer Startbox einen Umschlag nehmt. In dem Umschlag findet ihr 5 Hinweiskarten mit Bildern, die euch hoffentlich helfen, unsere Kisten zu finden. Die Reihenfolge, in der ihr die Stationen aufsucht, ist nicht so wichtig. Wichtig ist aber, wenn schon jemand vor euch an der nächsten Station angekommen ist, dann haltet bitte Abstand und wartet, bis sie fertig sind. Wenn euch das zu lange dauert, könnt ihr in der Zwischenzeit ja auch schon die nächste Kiste suchen und später wiederkommen. Bevor es losgeht, haben wir noch eine Aufgabe für euch, die euch die ganze Schatzsuche über begleiten soll. Wenn ihr unterwegs seid zu einer der nächsten Stationen und die Augen offen haltet, dann findet ihr unterwegs vielleicht etwas Besonderes am Wegesrand. Irgendetwas, was vielleicht zu klein oder zu unscheinbar ist, dass jeder es sehen würde. Das euch aber gut gefällt. Das kann zum Beispiel eine Blume sein, die unscheinbar am Wegesrand steht, aber eine schöne Farbe hat. Oder ein glänzender Käfer oder ein Stein mit einer besonders schönen Form oder was auch immer euch begegnet. Wenn ihr so etwas entdeckt, macht doch einfach schnell ein Foto davon und schickt es uns an die E-Mail-Adresse, die ihr ebenfalls in eurem Umschlag findet. Wir möchten nämlich gerne morgen die Familienkirche als ganzes Video auf unserem YouTube-Kanal Kirche Kandel Online veröffentlichen und würden dazu gern eure schönsten Entdeckungen mit einblenden. Darum dürfen auf euren Fotos, die ihr uns einsendet, übrigens auch keine Personen erkennbar sein. Jetzt soll es aber endlich losgehen. Das Familienkirchenteam wünscht euch viel Spaß beim Suchen und viel Erfolg beim Finden.